Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute ist Teil 2 davon, dass ich Adopt Me Pets hier beim Drehrad hier, also beim Glücksrad hier drehen werde. Und dann wird hier auf jeden Fall das Pet ausgewählt und das male ich dann. Und das schicke ich dann wieder meinen Freunden und die müssen erraten, welches Tier das ist. Und ja genau, ich würde sagen, ich drehe jetzt auch direkt mal und gucken wir mal, was ich bekommen werde. Also hier stehen auch alle Adopt Me Pets drauf. Und ich hoffe, ich bekomme eins, was ich auch kenne. So, okay. Ein Drake. Und ich würde sagen, die malen wir jetzt auch direkt mal. Also ich bin jetzt hier. Und jetzt werden wir erstmal die Füße malen. Dafür brauche ich so einen gelblichen Ton. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch direkt mal. Also so circa den Fuß. Den male ich dann jetzt auch an. Dafür muss ich jetzt hier wieder auf diesen Eimer. So, das ist auf jeden Fall jetzt der erste Entenfuß. Und jetzt machen wir noch den zweiten. Der kommt jetzt hier so hin. Muss jetzt auch nicht perfekt aussehen. Und dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall so einen braunlichen Ton. Hier, der hier ungefähr. Und dann malen wir jetzt den Körper davon. Okay, so circa. Und dann gehen wir jetzt wieder hier auf den Eimer und dann mache ich jetzt so. Genau. Und dann mache ich jetzt hier noch diese weißen komischen Ränder da weg. So, das sieht auf jeden Fall jetzt so aus. Und jetzt bräuchte ich noch so einen Flügel. Dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen heller noch das Braun, dass man noch den Flügel sehen kann. Der ist auf jeden Fall hier. Und ja, dann würde ich sagen, malen wir dann jetzt auch mal direkt wieder so aus. Dafür gehe ich jetzt wieder hier auf diesen Eimer. Dann gehen wir jetzt wieder hier auf den Flügel. Und jetzt brauche ich so einen Entenkopf, so einen grünen. Und jetzt male ich hier so diesen Hals von der Ente. Der geht jetzt mal hier so hoch. Und ja, ich würde sagen, wir malen jetzt erstmal diesen Schnabel davon ein bisschen besser. Und ich mache mal diese Pinselstärke ein bisschen kleiner auf so auf 5. Dann mache ich jetzt so ein bisschen gelblichen Ton nehmen. Und dann mache ich jetzt hier so diesen Schnabel. So, und jetzt brauche ich hier wieder diesen Eimer. Das ist auf jeden Fall jetzt der Schnabel. Jetzt brauchen wir wieder dieses eine Grün. Und ja, jetzt machen wir hier diesen Kopf. So, okay, das sieht ja schon mal gut aus. Und jetzt brauche ich hier wieder diesen Eimer und male das dann hier wieder so aus. So, dann machen wir jetzt wieder hier diese komischen weißen Striche weg. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch so ein Schwarz. So, und dann machen wir jetzt wieder diese Pinselstärke ein bisschen kleiner. So auf 8. Und dann machen wir jetzt erstmal hier so ein Auge hin. Und hier war auch noch so ein Auge. So. Und jetzt bräuchten wir noch Weiß. Weil der hat hier noch so ganz dünn. Ich mach mal ein bisschen kleiner noch. So auf 5. Hat der hier so ein bisschen Weiß. Ja, nee, das ist nicht da. Ups, vertan. Das ist hier. Aber es sieht irgendwie aus, als wäre der jetzt so abgeschnitten. Dann mache ich noch so einen schwarzen Rand da einfach hin. Da brauche ich ein bisschen kleiner. So auf 1 oder 2 circa, ja. So, das wäre auf jeden Fall meine Ente und ich würde sagen, die schicke ich jetzt auch direkt meiner Freundin. Und ja, Leute, auf jeden Fall hat sie es richtig erraten. Hier habt ihr nochmal den Chat. Und ja, genau, ich würde sagen, ich drücke jetzt wieder hier drauf und gucke, was ich jetzt bekommen werde. Ich hoffe, ein Koala oder so wäre voll cool. Und hier mal gucken, was ich bekommen werde. So, ich habe auf jeden Fall einen Dingo bekommen. Ah, ne, ein Dingo. Und ja, genau, dafür bräuchten wir jetzt auf jeden Fall so ein ganz helles Orange. So, das ist auf jeden Fall jetzt ein gutes Weiß, würde ich sagen. Und ja, genau. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier den Fuß. Das ist auf jeden Fall jetzt der erste Fuß. Dann jetzt hier der zweite Fuß. Der ist sogar hier irgendwie. Und jetzt machen wir hier noch einen Fuß hin. So, und dahin auch noch einen. Also sieht jetzt richtig komisch aus, aber egal. So, dann machen wir jetzt hier den ersten Körper hin. Also erstmal diesen weißen. Der ist ein bisschen dünn. So, dann müssen wir so machen. Und das malen wir jetzt aus mit dem Eimer am besten. Und jetzt brauchen wir dieses Orange. So, und gehen dann jetzt hier so runter. Und da müssen wir den Rest jetzt hier von Orange machen. Dann brauchen wir jetzt wieder kurz dieses andere Weiß. Und machen dann hier jetzt so das Gesicht. So, hier ist jetzt auf jeden Fall diese erste Schnauze da, so ein bisschen in Weiß halt. Und jetzt brauchen wir dieses andere wieder hier. So, dann brauchen wir jetzt hier diesen Farbstift wieder. Und jetzt gehen wir hier so hoch. Na, okay, ich muss jetzt ein bisschen kleiner diese Stärke machen, so auf 6 circa. Dann müssen wir jetzt hier so hoch und dann hier hin. So, dann muss man jetzt da so machen. Und dann gehen wir jetzt hier wieder auf den Eimer und machen das hier so. So. Okay, dann male ich jetzt das hier noch so. Und jetzt kommen diese Ohren. Dahin ein Ohr und dahin ein Ohr. Jetzt brauchen wir wieder diese andere Farbe. Und malen das dann hier so aus. So, jetzt brauchen wir noch einen Schwanz. Den machen wir jetzt hier hin. Und jetzt bräuchten wir schwarz. Da. Und brauchen jetzt wieder ein bisschen größer für die Augen. Dann kommt jetzt hier so ein Auge hin. Und hier so einen Rand. Und jetzt kommt noch so eine kleine Nase. Da bräuchten wir so 12. Die kommt hier hin. So, das ist auf jeden Fall jetzt der fertige Dingo. Irgendwie sehen diese Füße da ein bisschen komisch aus. Ich würde sagen, das machen wir mal weg.
Also die Füße sehen, habe ich ein bisschen komisch gemalt. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal dieses Teil hier nehmen. Das, benutzen dann die Farbe hier. Gehen zurück auf diesen Pinsel. Und malen die jetzt neu. Also hier, das sind die ersten Füße. Und hier müssten so die anderen hin. Also hier so. Und hier. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der fertige Dingo. Und ich würde sagen, das schicken wir jetzt wieder einer Freundin. Also ja, Leute, auf jeden Fall hat sie jetzt geschrieben, dass es ein Fuchs ist. Aber eigentlich ist es eine Hunderasse. Und ja, genau, auf jeden Fall bekommt sie jetzt einen halben Punkt, weil sie hat noch geschrieben. Ich habe Namen vergessen, aber der ist ungewöhnlich, deswegen sie meint den auf jeden Fall. Aber sie hat halt den Namen vergessen. Und ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal drehen, dann gucken, was ich bekommen werde. So, und zwar habe ich jetzt einen Artikfuchs. Also ja, das werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Und ja, ich habe auf jeden Fall jetzt mal kurz diesen Hintergrund hier schwarz gemacht, damit ich jetzt mit diesem schönen Weiß dann das machen kann. Und zwar mit so einem normalen Weiß hier, so. Und ja, genau, ich würde sagen, fange jetzt auch direkt mal an. Ich mache jetzt hier den ersten Fuß hin, so. Und dann kommt jetzt hier der zweite. Dann mache ich jetzt hierhin noch einen. Und dahin kommt jetzt noch der letzte Fuß, so. Und jetzt kommt hier auf jeden Fall dieser Körper hin, so. Und der geht jetzt da so hin. Und jetzt male ich den mal an. Und ja, jetzt kommt hier auf jeden Fall dieser Kopf hin, so. Und den male ich jetzt auch noch an. Dann male ich jetzt hier noch das Ohr hin. Und jetzt bräuchte ich noch Grau, so ein helles Grau. Und dann bräuchte ich jetzt so eine kleinere Stärke, so irgendwie 4. Und damit male ich das dann jetzt an. Und ja, leider kriege ich das jetzt nicht besser hin, das da so grau auszumalen. Aber ich würde sagen, jetzt nehmen wir hier so ein Schwarz und damit malen wir jetzt die Augen. Dafür bräuchte ich jetzt wieder so eine größere Stärke, das hier. Ein bisschen mehr noch, so circa 15. Und dann kommt jetzt hier so das erste Auge hin. Hierhin das zweite. Und jetzt bräuchten wir noch so eine Nase. Dafür benutze ich dann so ein bisschen kleiner, so 9. Und die ist auf jeden Fall auch so mehr so gerade. Und ja, irgendwie sieht man diesen Körper, der ist viel zu klein. Das sieht ja aus wie so ein Rentier irgendwie. Aber ja, ich mache den jetzt mal ein bisschen größer. So ungefähr. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall mein fertiges Artikfuchs. Und ja, ich würde sagen, ich schicke das jetzt mal. Auf jeden Fall hat sie es jetzt richtig erraten. Und ja, genau, auf jeden Fall habe ich jetzt am Ende jetzt 2,5 Punkte geschafft. Und ja, genau, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.